Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier in Großbritannien. Es ist der 17. November 1939. Ist es der Zweite Weltkrieg eigentlich schon? Die Historiker streiten sich, die Alternativhistoriker. Wir werden sehen. Wir werden das vielleicht 1946 entscheiden, was jetzt hier ein Weltkrieg war und was nicht. Wie auch immer, wir haben trotzdem einen Krieg gegen Italien und auf unserer Seite sind die ganzen Dominions und Kolonien und so weiter. Auf italienischer Seite ist Bulgarien. Ach so, auf unserer Seite ist natürlich auch noch Frankreich, die hier nach wie vor mit 70 Divisionen hier an der Grenze stehen. Dort gegen Italien und ein paar italienische Divisionen immerhin binden. Wir haben das letzte Mal, ihr habt es verfolgt, sämtliche italienische Kolonien erobern können und stehen jetzt vor einer möglichen Invasion. Denn nur so können wir jetzt hier einen wirklichen Sieg erringen, nur so können wir Frieden schließen. Zu dem Thema, wie man Frieden schließt, kommen wir gleich nochmal, weil das gab doch einige Unklarheiten in den Kommentaren. Aber vielleicht nochmal eine grundsätzliche Sache jetzt bezüglich dieser Kriegsverlauf hier in Afrika. Da wurde gesagt, die KI hat irgendwie komisch agiert oder so. Also, die KI hat vielleicht in dem Sinne komisch agiert, dass sie uns überhaupt den Krieg erklärt hat. Aber das hängt nun damit wiederum zusammen, dass das System so ist, dass Italien eben diesen Fokus hatte am Ende, diesen Weg gegangen ist, Großbritannien angreifen und dann macht, und wenn der Weg gegangen ist, dann macht sie das eigentlich immer. Das heißt, sie macht keine Abwägung nochmal, ist das jetzt Selbstmord oder nicht. Und an sich war es ja auch gar nicht so, wie soll ich sagen, so falsch. Das Problem ist, sie haben sich einfach nur verspekuliert, wenn wir das mal wieder auf rollenspielerische Ebene bringen, was die Flottenhoheit im Mittelmeer betrifft. Hätten sie die Flottenhoheit bewahrt, dann hätten sie auch hier ganz anders in den Kolonien agieren können, mit Nachschub und so weiter, wären wir völlig unterlegen gewesen, wir hätten nichts hierher bringen können und so weiter und so fort. Also dann sehe das ganz anders aus. Da wir aber die Flottenhoheit errungen haben, führte das dazu, dass die Kolonien die Division 0 Stärke hatten, weil sie keinen Nachschub mehr bekommen haben und dann problemlos sich alle ergeben haben am Ende. Ne? Sind fast 1 Million Mann in die Gefangenschaft gegangen. So. Das heißt also, die KI hat jetzt ihre Divisionen irgendwie nicht falsch bewegt. Sie hat auch nicht ihre Flotten falsch bewegt, sondern sie hat genau das Richtige gemacht. Sie hat versucht, die Flottenhoheit zu gewinnen, um ihren Supply durchzubringen. Aber das eine hat eben nicht geklappt und damit war diese ganze Aktion verfehlt. So, ob jetzt Italien insgesamt schon verloren hat, das wird sich dann jetzt erstmal zeigen, wenn wir unsere Invasion planen. Also das vielleicht nochmal zum Hintergrund. So, Stichwort Invasionsplanung, wie gehen wir weiter? Vor. Vielleicht nochmal zur Erklärung, wie das mit einem Sieg hier funktioniert. Also man kann nicht einfach so jetzt einen Separatfrieden abschließen, das funktioniert nicht, sondern da muss man schon was erreichen. Und das funktioniert so, hier seht ihr einen Balken und der Balken zeigt an, wie geneigt Italien ist zu kapitulieren und sie stehen bei 0%. Das heißt, am Ende ihre ganzen Kolonien gingen ihm am allerwertesten vorbei, sondern es zählen nur die Siegpunkte, die sie hier im Kernland haben. Genau, das ist nämlich der Punkt. Es ist ein Siegpunktesystem und ihr seht das hier bei den besonderen Städten. Rom bringt 40 Siegpunkte, Anzio 5, Neapel 20, Messina 10, Palermo 20 und so weiter. Meines Wissens bringt jede einzelne Provinz auch nochmal einen Siegpunkt, sodass insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, eine Zahl X herauskommt. Es wäre echt mal schön, wenn man diese Zahl X irgendwo angezeigt bekäme, aber das ist nicht der Fall. Wie auch immer. Und dann seht ihr, und wenn sie 20% oder weniger von dieser Zahl X haben, dann sind sie bereit zu kapitulieren. Das heißt, man muss, also rein praktisch gesprochen, einen großen Teil des Landes und die wichtigsten Städte besitzen. In der Regel die Hauptstadt. Also ich schätze mal, wenn wir hier den Stiefel bis hier so erobert haben, dann sind sie vielleicht kapitulationsbereit. Ja, so ungefähr. Also so funktioniert das. Man kommt nicht drum herum, jetzt diese Invasion durchzuführen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie machen wir das jetzt mit der Invasion? Sardinien und Korsika waren ein großes Thema in den Kommentaren. Und also Argument war, von dort aus hat man eine gute Ausgangsbasis und so weiter und so fort. Aber, liebe Leute, Sardinien und Korsika hat keinen einzigen Flughafen. Und damit sind diese beiden Inseln für uns völlig irrelevant. Häfen haben wir genug, Reparaturmöglichkeiten auch. Wir benötigen diese beiden Inseln nicht. Die geben hier 3 Siegpunkte dort ein. Möglicherweise hier die einzelnen Provinzen auch noch mal ein bisschen was. Also es ist vielleicht 5% der Siegpunkte. Und das wäre absolut umsonst, absolute Verschwendung von Männern und Ressourcen und alles Mögliche, jetzt hier eine Landung zu machen. Vergessen wir es. Diese beiden Inseln können wir
beiseite lassen. Wir müssen hier aufs Festland. Wie machen wir das? Ich denke, es ist unumgänglich, Sizilien zu erobern. Insofern sollte das der erste Schritt sein. Aber das ist nicht ausreichend. Also auch deshalb der erste Schritt, weil Palermo 20 Siegpunkte bekommt, bringt Messina nichts, aber immerhin 20 ist schon sehr, sehr wichtig. So, das Ganze ist aber natürlich nicht ausreichend, weil, wir sehen das hier, weil wir hier eine Überquerung hier haben und weil dann hier Hochgebirge auf uns wartet. Das heißt, wenn hier eine oder zwei Divisionen stehen, ist das für uns nahezu uneinnehmbar. Das heißt, wenn wir Sizilien haben, müssen wir eine zweite Invasion starten. Und hier muss die wichtigste Aufgabe sein, natürlich irgendwie einen Hafen zu bekommen, aber dann diesen Flughafen zu erobern. Das ist das Entscheidendste. Weil wenn wir den dann haben, können wir unsere gesamte Luftwaffe, ich weiß gar nicht, wie groß der ist, aber einen Teil der Luftwaffe dort stationieren und dann können wir hier deutlich besser kämpfen, um uns hier vorzukämpfen. Also, tendenziell eine Landung in Taranto wäre eine gute Sache. Neapel vielleicht auch, müssen wir mal gucken. Also vielleicht auch in Taranto und ein Teil hier unten. Und dann kann man hier relativ schnell eine Verbindung herstellen. Und dann würden die versorgt werden. Dann braucht man Neapel vielleicht gar nicht erobern. Aber das ist Zukunftsmusik, denn es geht erst um Sizilien. Und hier werde ich zweigleisig fahren. Ich werde wahrscheinlich Palermo direkt angreifen und hier unten diesen Marinestützpunkt. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir das erobern werden. Im Moment kann ich nicht mehr als 10 Divisionen insgesamt für eine Seeinvasion abstellen. Das ist begrenzt. Dazu müsste ich technologisch noch weiter aufrüsten. Da sind wir aber vor der Zeit oder da wären wir, das wäre teuer. Also 10 Divisionen. Ich würde sagen 5 hier, 5 da und dann hoffe ich, dass das klappt. So, das ist jetzt, sind jetzt die allgemeinen Vorüberlegungen. Jetzt müssen wir erstmal so eine Art Bestandsaufnahme unserer Lage machen. Ja, es hilft nichts. Die erste Folge der Staffel ist mal wieder sehr viel mit grundlegenden Überlegungen und Militärverwaltung gefüllt. Also, wir machen das mal so. Wir fangen mal bei der Flotte an. Gehen wir uns, schauen wir uns mal hier die Flottensituation an insgesamt. Und vielleicht nochmal was anderes, nämlich wie viele Schiffe sind jetzt in Reparaturen? Ihr seht es, 5 Schlachtschiffe und ein schwerer Kreuzer sind in Reparatur. Davon ein Schlachtschiff und der schwere Kreuzer kommen in 12 Tagen zurück. Das heißt, die anderen 4 Schlachtschiffe stehen uns nicht zur Verfügung und werden uns vermutlich auch nicht bei der Invasion zur Verfügung stehen. Das ist schon heftig, aber es ist so. Wie sehen denn unsere Kampfflotten aus? Wir haben die Malta Fleet, die liegt hier unten in Gibraltar. Die hat immerhin noch 2 Schlachtschiffe. Das heißt, die ist noch am ehesten einsatzfähig. Und deswegen werden wir die auch hier die Aufgabe geben, Flotteninvasionsunterstützung. Das heißt, sie werden Geleitschutz geben und bei der Küstenbombardierung helfen. So, das ist ihre Aufgabe. Die anderen Kampfflotten, die wir haben, eine liegt in Kairo. Ihr seht es, immerhin noch ein Flugzeugträger dabei, aber keine Schlachtschiffe. Aber die bleiben bei ihrer Aufgabe. Und hier haben wir noch diese kleine Channel Force. Die hat hohe Beschädigungen, da sind, glaube ich, die ganzen Schlachtschiffe auch in Reparatur. Gut, die hat aber trotzdem noch den Kampfauftrag. Ansonsten, unsere Patrouillenflotten sind einigermaßen einsatzfähig und zusammengelegt. Ich werde aber hier ein bisschen umverteilen. Wir haben hier viele der leichten Kreuzer. Hier ist eine brennt. Die können wir einfach mal manuell wegschicken zur Reparatur. Dann werde ich die eine dorthin schicken, weil die haben gar kein Flaggschiff hier gewissermaßen. Okay, das wäre soweit erstmal in Ordnung. Die haben ihre Aufgaben. Haben wir hier oben noch was? Das ist die Home Command. Das ist unkritisch. Die Escort Command, ja, das ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Wir lassen sie da aber touren. Die Exercise Group, da wird noch trainiert. Wir sind noch nicht auf Regular. Die U-Boote hier. Die haben hier erstmal keine besondere Aufgabe. Wir lassen sie da erstmal liegen. Aber ich will mal die Flotte etwa gleich groß machen. Wir nehmen mal 1, 2, 3, 4. Was wäre gleich groß? 12, ne? Genau. 5 nehmen wir mal raus und schicken die darüber. Dann haben wir 2 12er U-Boot-Flotten. Schwache U-Boot-Flotten mit veralteten U-Booten, aber immerhin. Wollen wir die Minenleger noch weiter minenlegen lassen? Ach, ich lass es mal. Es wurde ein bisschen moniert, dass sich die Franzosen bedanken werden. Aber Leute, die kriegen natürlich die Karten und die können sicher durch diese Gebiete fahren. So, dann haben wir hier unten noch unsere Asien, beziehungsweise die Asienflotte, die hier eigentlich zum Einsatz kommt. Aber hier ist, glaube ich, keine Gefahr mehr. Hier sparen wir einfach mal ein bisschen Öl und lassen die in den Hafen fahren. Die brauchen jetzt hier nicht mehr patrouillieren. Ich halte das jetzt für sicher, das Gebiet.
So weit, so gut. Ich denke, flottentechnisch sind wir dann erstmal auf dem Stand der Dinge. Die Landung in Sizilien sollte meines Erachtens, zumindest was die Flotte betrifft, kein Problem sein. Was die Luft betrifft, das müssten wir uns jetzt mal angucken. Gehen wir mal rüber zur Luftwaffe. Wir sortieren mal ein bisschen den Stand der Dinge. Also wir haben 200 Jäger, die sind auch alle schon Hurricanes, haben wir hier im Einsatz. Wir haben eigentlich fast alle Flugzeuge hier im Einsatz. Das sind alles Flugzeugträgergestützte. Wir haben 400 veraltete Jäger, also teilweise veraltete. Ihr seht, wie die Ausrüstung hier verteilt ist. Die sind auch am Start. Also wir haben 600 Jäger. Das muss auch so bleiben. Vorerst, bis wir den anderen Flughafen haben. So, was haben wir hier? Wir haben ein schweres Jagdflugzeug. Hier kommen wir mit dem Nachbau nicht nach. Hier sind nur noch 80 drin statt 100. So, dann haben wir hier einen taktischen Bomber, eine Staffel, die hier im Einsatz ist. Die bauen wir gar nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Die macht Marineangriffe. Das lassen wir mal. Das ist nicht so entscheidend. Wir haben hier zwei Staffeln Luftnahunterstützung, die hier sind. Und die brauchen eigentlich hier nicht mehr fliegen. Das ist absurd. Die werden wir jetzt auch dorthin bringen, weil die dann irgendwann später fliegen jetzt beide dorthin. Ja, ne? Ja, weil die dann später dort zum Einsatz kommen. Und den Auftrag können wir jetzt nämlich beenden. Das wird dann bei der Invasion dann erst relevant werden. Okay, gucken wir uns nochmal weiter die Liste an. Luftnahunterstützung, das ist hier in Singapur. Dann haben wir einmal Marinebomber hier im zentralen Mittelmeer. Das bleibt so. Die sind auf den Schiffen stationiert und das ist in Singapur. Okay, damit haben wir erstmal flugzeugtechnisch alles, also luftwaffentechnisch alles, glaube ich, anständig organisiert. Und dann schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Mhm. Gut, dann kommen wir zu den Armeen und zur Frage, wie genau wir diese Sache organisieren werden. Wir können 10 Divisionen gleichzeitig auf eine Invasion schicken, einen Invasionsbefehl schicken. Und das heißt, ich will gerne 2x5 Divisionen aussenden. Eine nach Palermo, die andere hierhin. Auf dieser Seite werden wir von, ja, hier von Bigerte ausgehen, nach Palermo. Wir werden auf jeden Fall unsere Marines natürlich mitbringen dort. Und wir müssen jetzt ein bisschen umdisponieren, weil hier unser guter Montgomery nicht mehr Armeen hier befehlen kann, müssen wir das so ein bisschen rumtricksen. Wir nehmen mal hier aus unserer Einsatzgruppe, wo sind die jetzt hier? Hier, genau. So, die aus der British Expeditional Force nehmen wir die besten Truppen. Ihr seht auch übrigens, wir sind nicht voll versorgt. Ne? Uns fehlt immer noch Equipment. Wir nehmen mal das Royal Tank Regiment mit dazu, hier oben bei den Marines mit rein. Dann zwei weitere Divisionen, die am besten ausgerüstet sind. Ich würde sagen, die fünfte und ja, die achte nehmen wir nochmal mit und bringen sie auch rein. So, dann haben wir diese und die kriegen jetzt schon mal den Planungsbefehl Seeinvasion. Und zwar sollen sie hier starten und hier landen. So, relativ simpel. Da werden sie sich jetzt drauf vorbereiten. Wir sehen hier, 35 Tage dauert die Vorbereitung, bis es losgehen kann. Okay, so, dann die Frage, die Landung hier. Das werden wir tun. Das werden wir aus dem indischen Korps her rekrutieren. Warum aus dem indischen? Ich habe mir mal die ganzen Templates angeguckt. Und die indischen Divisionen sind tatsächlich die besten, die wir haben. Sie sind sogar besser als unsere, weil sie volle Ausrüstung haben und damit eine echt gute Kampfstärke haben. Die sind gut ausgestattet. Also die haben halt schöne Unterstützungsbataillone, Panzerabwehr, Luftabwehr und Pioniere dabei. Ja, also ich denke, da werden wir 5 uns schnappen. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt hier schon ausreichend möglicherweise da sind. Gucken wir mal. Das ist zum Beispiel die falsche. Die können wir nehmen. Warte, man kann doch auch eine abwählen, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Kann man die jetzt so mit Steuerung abwählen? Nee, geht nicht. Ah, schwierig jetzt die richtigen zu... Obwohl, das hat vielleicht noch ein bisschen Zeit. Weil ich guck mal hier. Also, das ist auch die falsche. Das ist die richtige. Das ist die richtige. Das ist die richtige. Und das. Jetzt muss ich sie plus treffen. 9., 6., 25. und 2. So, die ziehen wir uns schon mal raus.
und bilden jetzt mal eine neue Einsatzgruppe mit denen. Wartet mal. Das müssen wir hier machen. Genau. Das kriegt gleich mal das Marinesymbol. Okay. Und dann brauchen wir noch eine weitere Einheit, die dorthin soll. Sind das auch schon indische? Ja, perfekt. Hervorragend, die geht ja auch noch. Dann nehmen wir sie damit drauf. So. Und die muss ich natürlich jetzt erstmal vorbereiten, aber auch hier können wir schon den Seeinvasionsbefehl geben. Und zwar von hier, von Tripolis, werden wir hier landen. Okay, das ist der Plan. Hier brauchen wir noch einen neuen Kommandeur. Gibt es jemanden, der in der Lage ist, das irgendwie besonders gut zu machen? Weiß ich nicht. Wir brauchen einen Angriff, deswegen kommt Alan Cunningham hier zum Einsatz. Okay, das Ganze müssen wir noch irgendwie benennen. Wie nennen wir das denn? Indian Marines? Hilfsmarines sind das. Okay, gut. Das ist erstmal soweit vorbereitet. Dann warten wir diese ganze Geschichte ab. So, wir müssen aber noch was machen, denn wir haben in den besetzten Gebieten, und zwar genau genommen im Somaliland, ein bisschen Ärger. Da können wir aber Truppen aussenden, beziehungsweise das müssen wir, glaube ich, mit der ganzen hier machen. Wir werden das mal als Garnison definieren. Wo haben wir das hier? Gebiet garnisonieren, genau. Und eigentlich brauchen wir hier nur den Widerstand zu unterdrücken. Und eigentlich brauchen wir es nur da, aber ich nehme mal das ganze Gebiet, das ganze neu eroberte. So, okay. Die müssten dann eigentlich auch loslegen. Haben Sie das jetzt gemerkt? Ja, die Markierung ist da. Hervorragend. Okay, und zu guter Letzt können wir, glaube ich, noch eine Beförderung ausgeben an Alan Brooke, der die Marines hier auch kontrolliert. Und ich denke mal, wir nehmen charismatische Moral Armee plus 10%. So, so weit, so gut. Alles klar, dann haben wir die Army koordiniert. Dann will ich hier nochmal kurz bei Bauvorhaben reingucken, denn ich glaube, wir brauchen in Alexandria doch jetzt nicht. Die nächste Radarstufe hier ist jetzt keine Gefahr mehr. Ich nehme es mal raus. Ja, das kannst du abbrechen. Wir haben kaum was gebaut. Soll das noch repariert werden in Eritrea? Und dann werden wir vermutlich weiter oder überhaupt mal Militärfabriken anfangen. Okay, Leute, ich glaube. Ach, eine Sache wollte ich noch machen. Hier bei der Rekrutierung will ich mal auf Verstärkung hohe Priorität setzen. Das ist mir jetzt erstmal wichtiger, als dass die Verbesserungen ankommen. Denn wie gesagt, es fehlt unseren Einheiten ein bisschen an Nachschub. Okay, so. Dann gab es den Vorschlag, ob ich nicht Tag-Nacht-Zyklus anschalte. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Werde ich machen, wenn wir nachher wieder so kleinteilig vorgehen, wo wir immer nur 3 Tage haben. Das ist deshalb auch gut, weil ich dann genau sehe, wann die 3 Tage vorbei sind, visuell. Gut, dann, ja, dann let's go. Gucken wir mal, was passiert jetzt hier in der nächsten Zeit. Wir können ein bisschen schneller laufen lassen, weil jetzt erstmal die Vorbereitung für alles Mögliche laufen. Warte mal, was haben wir hier noch? Wir haben nochmal Widerstand. Reicht das nicht? Die sind noch nicht da. Wenn die in dem Gebiet sind, dann gibt es den Bonus. Dann müsste die Sache eigentlich geklärt sein. Okay, hier gab es oder gibt es Gefechte? Worauf willst du mich hinweisen? Hier. Nichts. Okay. Hier gibt es also laufend Kämpfe um die Lufthoheit. Aber sehr schön, dass unsere Zerstörer hier ganz gut hier die Marinebomber erledigen. Ach, Luftnahunterstützung. Ja gut, kein Wunder, dass die so schlecht abschneiden. Fehlende Ausrüstungsproduktion, taktische Bomber, ja, das weiß ich. Ist ein Manko, da müssen wir noch dran arbeiten. So. Wir gucken mal. 4, 5 Tage, also es dauert noch seine Zeit. Einen Monat dauert es noch, ehe das soweit ist. Okay, wir haben den Magnetzünder erforscht. Er verbessert den Torpedoangriff, den wir teilweise auf vor allem unseren Zerstörern dabei haben. Ein neuer Zünder reagiert auf die Veränderungen im Erdmagnetfeld, wenn der Torpedo sich unter das Ziel bewegt. Eine Explosion direkt unter einem Ziel führt zu sehr viel größerem Schaden und bricht oft den Kiel des Ziels, wodurch es sofort versinkt. Gut, wir machen weiter mit der Forschung. Ich denke mal. Hier
hier bei Verschlüsselung, weil das so schnell geht, weil wir diesen 50% Tech-Vorsprung haben. Finde ich ganz gut. Wir könnten aber auch ins nächste Radar gehen. Hier haben wir 100%. Ah, 0,1 Jahre voraus. Radar 4. Das ist schon super gut, wenn wir es auf Malta haben. Aber die Frage ist, ob in 108 Tagen das überhaupt noch relevant sein wird. Das sind 56 Tage. Vielleicht haben wir da irgendwie einen Kampfvorteil oder so. Ich gehe mal da auf die Erforschung. So, dann haben wir freie Zivilfabriken. Achso, dann haben wir das schon repariert. Das heißt, ja, jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit Bau tatsächlich mal von ordentlich ein paar Militärfabriken. Ich gucke mal, wo ist unsere Infrastruktur am höchsten. Machen wir das hier. Wir können das nochmal ein bisschen verteilen. So, ich glaube, das reicht fürs Erste. Also ich muss mir merken, so Mitte November sind die Invasionen, müssten sie so etwa einsatzbereit sein. So lange brauchen wir nichts tun. Wir können von Südafrika fordern, dass sie den Krieg beitreten. Das benötigen wir nicht. Das wird uns immer wieder gesagt. Ansonsten tut sich nichts, obwohl wir sehen tatsächlich italienische Schiffe hier rumfahren, oder? Das Deutsche Reich widerruft die Leibpacht uns gegenüber. Das ist interessant. Gibt es da möglicherweise andere außenpolitische Überlegungen? So, was ist hier passiert? Ah, wieder 7 Flugzeuge abgeschossen durch unsere... Hervorragend. Durch unsere Luftabwehr auf den Schiffen. Das gefällt mir. Hier seht ihr sie ins Meer plumpsen. Sehr gut. Freie Militärfabriken. Oh, das ist wichtig. Was haben wir denn jetzt frei? Eine nur. Genau, jetzt ist die Frage. Wo haben wir eigentlich unsere größten Defizite? Also wie haben wir mit Zusatzausrüstung ist echt ein Problem. Die Frage, wie entscheidend ist das wirklich? Ist Artillerie wichtiger oder ist die Luftwaffe vielleicht sogar noch wichtiger? Nee, aber ich tendiere jetzt tatsächlich mal in Richtung Zusatzausrüstung hier noch mehr zu investieren. Gehen wir da sogar mal 2 rein. Bei den Jägern sind wir immerhin schon 5. Wir müssten aber eigentlich auch schwere Jäger. Also wenn wir noch was reinbekommen, hier, ich nehme mal hier wieder einen runter, dann lieber noch mal ein bisschen mehr schwere Jäger produzieren. Okay. Und es gibt ab und an hier noch Gefechtsergebnisse. Diesmal hat es ein italienisches U-Boot erwischt. Sehr schön, durch unsere Marinebomber. Das ist doch erfreulich. Hier noch was. 2 U-Boote. Ah, das ist sehr schön. Jetzt bomben wir die ganzen U-Boote weg. Wunderbar. Und was ist hier? Feindliche Flotten haben wir gesichtet. Oh, der Feind wagt sich hier nochmal raus. Erstaunlich. Aber es sind nur 2 Schiffe. Sollte kein großes Problem sein. Ach so, das sind auch die U-Boote. Also nichts Wildes. Ja. Auch Belgien verändert den diplomatischen Status. Was ist da los? Gibt es irgendwie Probleme in Belgien? Luftfahrt, alles demokratisch. Belgien, okay, sie machen mit Frankreich vielleicht Leibpacht. Ja, die Franzosen haben natürlich wahnsinnig viel Verschleiß, ne? Klar, sie haben hier sogar eine Division abgezogen. Da muss man denen natürlich noch helfen, damit sie schön sich im Gebirge noch weiter verschanzen. Liebe Freunde, wir sind am 1. Dezember 39. Wir haben erstmal im Wesentlichen alles erledigt. Warum steht hier Marines 0 Transporte? Was ist hier los? Gibt es irgendwelche Probleme, von denen ich nichts weiß? 14 von 35. Nö, eigentlich läuft das. Hm. 10 Transporte? Ich habe doch da eigentlich nur 5 gemacht. Ich glaube, das ist eine falsche Anzeige. Also hier müsste eigentlich 5 stehen und da auch 5. Weil insgesamt dürfen wir nur 10. Aber da beide Pläne hier aussehen, als ob sie ausgeführt werden, bin ich optimistisch, dass das klappen wird. Also, noch 20 Tage, dann beginnt die Invasion auf Sizilien. Ich bin gespannt, ob das was wird. Sie versuchen hier mit U-Booten noch irgendwie was zu reißen oder zu verhindern, aber das können wir Gott sei Dank sehr gut kontern. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinball.